mein Name ist Matthias von Mats Gitarrenkurse und ja, wie ihr dem Titel des Videos schon entnommen habt, soll es heute um La Bamba gehen. Ich werde da so eine kleine Serie draus machen, weil man kann eben das Ding mit Fingern spielen, man kann es auf einer Nylon spielen, man kann es auf einer Stahlseitengitarre spielen, man kann es mit Plektrum spielen, man kann das Riff mit Fingern spielen, man kann das Riff mit Plektrum spielen, also da gibt es unzählige Möglichkeiten, die man dann eben auch als Übung nutzen kann. Und für mich ist ein Song einerseits natürlich ein Song und es ist toll, wenn man den spielen kann, aber es ist auch gut, wenn man dann so immer mal wieder überlegt, ja, oder eigentlich bei jedem Song, was kann ich für mich da rausziehen als Übung, was an dem Song bringt mich wirklich weiter. Gut, ja, und deshalb ja, fangen wir jetzt mal mit der Nylon String an und mit dem Schlagrhythmus. Wie ihr schon gesehen habt, haben wir drei sozusagen Standardakkorde, nämlich C-Dur, wir haben F-Dur und wir haben G-Dur. Und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, oder ja, wir haben sogar ein paar mehr Möglichkeiten noch. Ich würde jetzt mal zwei erstmal vorschlagen. Das eine wäre einfach C, dann den kleinen F-Dur bei E und den normalen G-Dur-Akkord, in Anführungszeichen, von den Akkorden her zu nehmen. Die zweite Variante wäre C-Dur, F-Dur mit dem großen bei E und G-Dur mit dem großen bei E. Wir fangen jetzt mal mit der ersten Variante an. Wir haben das C und schlagen das C zweimal an mit zwei Abschlägen. 3, 4, 1, 2. Nochmal. 3, 4, 1, 1, 2. Nochmal. Von lauter zählen. 3, 4 und 1, 2. Jetzt kommt dann das F und da machen wir einen Ab- und einen Aufschlag. Also 1, 2, 3 und nochmal. 1, 2, 3 und nochmal. 1, 2, 3 und nochmal. 1, 2, 3 und 1, 2, 3 und. Denkt bei dem Akkordwechsel daran, dass der Zeigefinger nur so umklappt. Dann geht der Wechsel schneller. Ja? Also vom C Zeigefinger in den kleinen Barré nur so umklappen. Also 1, 2, 3 und. Diese zwei Anschläge mit dem F-Dur gemacht haben, machen wir einen perkussiven Schlag. Und danach greifen wir um zum G und machen einen Auf- und einen Abschlag. Also so. 1, 2, 3 und perkussiv auf, ab. Nochmal. 1, 2, 3 und nochmal einen Ab- und einen Aufschlag dran mit dem G-Dur-Akkord. Also so, 3, 4 und. Thank you.
Prinzip schon fast alles. Jetzt kommt danach nochmal auf, ab, auf, alles mit G-Dur. Also haben wir ab, auf mit F, jetzt kommt der Perkussive, dann auf, ab mit G, dann ab, auf mit G und jetzt auf, ab, auf. Ja, nochmal komplett und... anschauen und mitmachen und dann wird es nach ein paar Tagen relativ gut gehen. Falls die Wechsel noch nicht klar sein sollten, ich habe spezielle Tutorials gemacht zu diesem Wechsel zwischen G und C und auch zwischen F und G und zwischen C und F. Schau dir die einfach nochmal an, dann üb einfach die Wechsel nochmal mit und dann wird dir das auch nachher noch ein bisschen leichter fallen. Die zweite Variante von den Griffen her wäre dann so, dass wir C-Dur greifen, dann diesen großen F-Dur und dann verschieben wir diesen großen F-Dur zum G. Ja, das wäre dann... Nee, Quatsch. Jetzt zum F. Das ist zum einen eine ganz gute Übung für den Barré. Zum zweiten ist es allerdings wichtig, dass wir von C zum F wechseln. Auch dazu habe ich ein Tutorial gemacht, dass eben hier der Ringfinger liegen bleibt. Ja, also ein Tutorial zu diesem Wechsel von C-Dur in diesen großen F-Dur-Barré, dass der Ringfinger wirklich liegen bleibt. Und dann rutschen wir zurück, nicht zurück, sondern hoch zum G-Dur, ja, also C. Zum F, Ringfinger bleibt liegen, dann komplett rutschen zum G und jetzt rutscht der Ringfinger zurück, ja, das ist unser Führungsfinger, der rutscht vom fünften Bund auf der D-Seite, auf der A-Seite von der Note D eben, zum C zurück in den dritten Bund. Das ist ganz wichtig.
bisschen anders als diese.